Jungs! Könnt ihr euch noch an die letzte Folge Urst Filmkiste erinnern? Urst hat aus irgendeinem Buch vorgelesen und MC ist mittlerweile ein arbeitsloser, pessimistischer, bewaffneter, marxistischer Dschihadist. Ja und? Ja und los! Apropos scheiß Buch! Habt ihr Exodus gesehen? Yo! Ich bin's wieder, euer MC Desoxyribonukleinsäure! In der heutigen Folge geht's um den Film Exodus von Ridley Scott und mit Christian Bale. Und in Exodus geht es um die Flucht der tapferen Hebräer vor den Ägyptern. Herr Scheiß drauf, es geht um Moses, Jod und die Welt. Du sagst, es sei nicht deine Schuld. Dann werden wir sehen, wer von uns besser tötet. Wenn ihr also das Gefühl habt, ihr kennt die Geschichte irgendwoher schon, dann kann ich euch beruhigen. Die wurde euch nämlich schon vor 2000 Jahren gespoilert. In der beschissenen Bibel. Der Originalvorlage geschuldet, geht es in Exodus, einem 6,5-Stunden-Film, um jede Menge plottlicher, nicht nachvollziehbarer Charakterentwicklungen und völlig unschlüssiger Entscheidungen. Und ich sage dir, es wird etwas kommen, wogegen ich machtlos bin. Der Einzige, der die ganze Sache so wirklich ernst zu nehmen scheint, ist Christian Bale. Gerüchten zufolge hat er sich, um sich auf die Rolle vorzubereiten, als Papst wählen lassen und ist seitdem im Amt. Aber genug von Christian. Neben all der sinnlosen Scheiße gibt es in Exodus natürlich sehr viele Schauwerte, was Ridley Scott geschuldet ist. Um noch einmal für alle klarzustellen, wie Ridley Scott an seine Regiearbeiten kommt, stelle ich hier einen Dialog zwischen einem Produzenten und Ridley Scott zusammen mit Urst nach. Bock, Exodus zu verfilmen? Nee, scheiß Drehbuch. Ah, es gibt eine Menge Kohle. Ich höre. Und sie können die biblischen Plagen inszenieren. Ich brauch kein Drehbuch. Zusammengefasst ist der Film eine 9,5-Stunden-Plage, welcher lediglich durch seine CGI-Effekte überzeugen kann. Man kann es in drei Worten beschreiben. Scheiße im Speckmantel. Von mir gibt's einen Daumen nach unten. Klatsch. Na gut. Aber MC. Findest du nicht, dass du vielleicht aus religiöser Borniertheit ein klein wenig übertreibst? Nee, finde ich nicht. Eigentlich waren es nämlich 15 Gebote. Der Herr Jehova hat euch seinem Volke diese 10 Gebote gegeben. Das kommt, wenn man keine Ahnung von Tuten und Blasen hat. Zu dumm zum Scheißen. Echt, die Jugend von heute, ich könnte so kotzen. Oh mein, das hier! Gut. Wo ist Filmkiste? Das ist Aufklärung! Das ist Aufklärung! Da kann ich ja herrlich dran ändern! Gut, ich bin der moderne Martin Luther! Da haben wir's!